Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jawohl, wir gehen gleich frisch fröhlich weiter. Ja. Und versuchen eben diesen Schlüssel zu holen. Jo. Das nehmen wir noch mit. Lauf, lauf, lauf. Wir müssten eh gleich da sein. Da, 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 da. Aha, da sind noch ein paar Angler, glaube ich. Mit legendär. Wusch. Was? Super. Ich triff ja echt toll. So. Na, das bringt nichts ran zu. Boah, ey, ne? Hin ist er. Jawohl. Was haben wir da? Des Problemlösers Bleirohr verursacht 50% mehr Schaden gegen Roboter. Okay. Nehmen wir alles mit. Was bist du? Nehmen wir auch alles mit. Puh. Ja, das ist schön. Ich glaube, wir sind auch gleich da. In Klammer hoffe ich. Wo kommen wir denn da? Ach, da drüben, denke ich mal. Da werden wir irgendwie raufkommen. Oder auch nicht. Ah, ich glaube nicht, oder? Na. Ach ja, jemine. Jo. So. Also diese Aufnahmerunde ist so oft gestört, bin ich schon lange nicht mehr geworden. Telefon und Durchzugstraße, ja. Ist richtig heftig heute. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist jetzt eh schon der letzte Part für diese Aufnahmesession. Ich will da rein. So. Naja, was soll man machen? Jetzt kann ich dem alles nach Schnürchen laufen. Es ist halt so, das Doofe ist, dass ich mir leider Gottes auch 6 bis 8 Stunden Schlaf pro Tag gönne und das ist halt, ja, das ist zu viel, definitiv. Hä? Was bist denn du? Da ist ja gerade was Grünes gelaufen. Kann man da rein? Sind das Meyer-Lurks? Ich denke, oder? Da unten liegen ein paar Zettel. Das ist aber nichts Wichtiges. Look, 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 look. So. Da müssen wir irgendwie da rauf, ne? Ich glaube, da müssen wir rauf. Heureka! Na toll. Nein, da liegt das nicht. Wow, Alter. Hier haben wir es. Okay. Da ist es. Safe. Oh, der ist sogar offen. Schön, nehmen wir alles mit. Startschlüssel. Nehmen wir auch mit. So. Um die Nukleus zu zerstören, sollen wir die benutzen? Jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Das sollen wir jetzt echt machen? Das ist jetzt ein bisschen heftig. Das sind die ganzen Kinder des Atoms auch hin, oder? Boah, das ist gerade heftig. Das Land reinigen. Das ist gerade heftig, finde ich. Ich glaube, wir sollten zuerst mit Dima reden, oder? Ich werde es mal speichern.
Das ist gerade ein bisschen wow. Und so, ne? Bevor wir die jetzt komplett auslöschen, weil es soll ja eigentlich das oberste Ziel Friedens sein. Wo sind wir denn da? Arcadia will ich hin. Arcadia. Mit A. Da. Möchte ich zuerst mit ihm reden. Moment, das wird mir gar nicht da oben angezeigt. Warum eigentlich nicht? Wartet der schon irgendwo in der Nähe? Wir werden das gleich erleben. Finde ich gerade ein bisschen heftig, dass wir die alle jetzt auslöschen sollen. Warte mal ganz kurz. Was wird mir denn hier questmäßig jetzt angezeigt? Nur diese Markierung, sonst nichts. Daten. Das Land reinigen. Jetzt da passt's. Karte. Na, na, passt schon. Mit die mal reden. Schalte Fahabas Verteidigung aus. Bist du gescheit. Na, na, das passt schon mal so. Wir reden jetzt mal mit Dima, was das Ganze soll. Weil wir sollen Frieden auf die Insel bringen und nicht Krieg. Also, ja. So, ja. Dann quetschen wir den Kerl mal aus. Ach, du zerstörerischer Roboter. Sie hat gesehen, wie du den Nukleus betreten und verlassen hast. Also, was war in meinen Speicherbänken? Wird es jetzt leichter sein, den Konflikt auf der Insel friedlich zu lösen? Das glaube ich fast nicht. Startschlüssel. Erinnerung an einen Schalter. Erfahrung mit dem Startschlüssel. Erinnerung von dir über einen Startschlüssel. Du wusstest, wie man das U-Boot im Nukleus explodieren lässt. Gib mir einen Moment. Ich muss mich selbst erinnern. Ich wollte den Startschlüssel also vergessen. Armer Beichtvater Martin. Habe ich ihn die ganze Zeit belogen. Das U-Boot rostet im Trockendock vor sich hin. Die Rakete wird die Basis treffen, sonst nichts. Den Nukleus. Wo die Kinder des Atoms leben. Der Schlüssel darf nicht in falsche Hände gelangen. Im Nukleus leben außer den Fanatikern, die Fahaber bedrohen, auch Unschuldige. Warum den Nukleus retten? Sollten beide vernichten. Den Nukleus beschützen, den Nukleus zerstören. Ist der warum Nukleus retten? Das überhaupt wert? Beurteile sie nicht nach Beichtvater Tektes Aktion. Er hat ihre Angst und ihren Hass genutzt, um sie gegen Fahaber aufzubringen. Aber es ist noch Zeit, sie davon abzubringen. Na dann schützen, oder? Ich hab den Schlüssel schon gefunden. Niemand wird ihn benutzen. Danke. War sonst noch was in meinen Erinnerungen? Etwas, das uns hilft, Frieden zu stiften? Erinnerung an einen Schalter. In der Erinnerung hast du einen Schalter installiert, um die Energie in Fahaber abzuschalten und sie dem Nebel zu überlassen. Auf diesem Holoband. Lass mich mal sehen. Ich erinnere mich. Ich fürchtete, Fahaber könnte sich gegen uns wenden, uns als zu verschieden ansehen. Also habe ich einen Notfallplan erstellt. Massenmord. Ich versteckte den Code, weil ich den Gedanken an seine Nutzung nicht verkraften konnte. Dann versteckte ich die Erinnerung, weil ich nicht mal das Wissen darüber aushielt. Was habe ich getan? Wenn die Kinder des Atoms jemals diesen Code erhalten, werden sie Fahaber vernichten. Warum Fahaber retten? Warum sie retten? Haben die Kinder nicht einen Grund, Fahaber zu hassen? Als der Nebel schlimmer wurde, töteten die Leute aus Fahaber einen Missionar der Kinder. Seitdem gibt es nur noch Hass und Blutvergießen. Aber Mord ist nicht die Lösung. Sollten beide vernichten. Fahaber ist sicher. Fahaber muss untergehen. Keine Sorge, da ist sicher. Ich habe den Code schon. Fahaber ist sicher. Gut. Jetzt müssen wir einen Weg finden, diesen Konflikt zu beenden. Hast du noch was in meinen Erinnerungen gefunden? Das wär's. Aber sicher. Toll. Und wie machen wir das jetzt? Questmäßig hat sie da jetzt nichts getan, ne? Taten. Wir sollten beide vernichten. Wieso? Und das bitte. Das Land reinigen.
Sprich mit dem Beichtvater darüber. Das müssen wir echt noch machen. Und was ist hiermit? Decke Dimas geheime medizinische Einrichtung auf. Okay, da fehlt noch was. Entschuldigung. Wo ist das? Da. Ja, ich weiß. Ich wollte es nur probieren, ob es geht. Geht natürlich. War. Geht natürlich nicht. Nichts wie raus hier. Die eine habe ich, vergessen. Es tut mir leid. Entschuldigung. War keine böse Absicht. Ich dachte, wir wären schon fertig. Nein, so einfach geht das dann doch nicht. Schön. Na dann, holen wir uns das Zeug auch noch. Wie im Popfabrik. Zum Glück haben wir die schon erkundet. Also aufgedeckt halt, den Schnellreisepunkt. Ja, ja. Die Kinder des Atoms. Ein sonderbares Völkchen. Wirklich wahr. Na los, lade. Du kannst das. Sehr brav. Gut, jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir wieder da. Das heißt, ein Stück da nach vor. Ui, der K. Zeit zum Sterben. Ja. Was? Oh, Entschuldigung. Ups. Was? Hallo? Du Kackköter. Yep, das ist eine gute Idee. Kann ich da rauf? Ja. Natürlich. Da liegt er. Der kann. Ja, den nehmen wir. Das nehmen wir auch mit. Bin schon überladen. Jetzt schon? Hör auf. Da. Ich brauch dich mal. Was? Da drüben. Da. Hä, wo ist denn hin? Da treffe ich ja super. Passt. Da, kommst du mal bitte her? Du musst mir schleppen helfen. Bitte, du musst mir schleppen helfen. Ja. Solange du mir beim Schleppen hilfst. Ich behalte das mal. So. Ich glaube, da werde ich ihr besser den Schrott geben. Dann kann sie noch ordentlich was schleppen. Subi. So, wo müssen wir denn jetzt da hin, bitte? Jo, schaut so aus, dass wir da rein müssen. So, und Licht. Sehr gut, wir nehmen wieder alles. Bedienung bitte. Was? Alter, Äther. Macht alles kaputt hier. Darf der mich da treffen? Ups. Das wäre noch nicht Not gewesen. Was?
Haben wir was getroffen? Yep. Jo, weil du alles kaputt gemacht hast, du bist schuld. So, haben wir da noch irgendwas? Nein. Da ist jemand gestorben. Ja. Nehmen wir mit. Da drüben ist jemand. So, ja, die hatten auch schon mal bessere Tage. Das war ein Kino oder was? Halt das runter. Jo. Alter! Der kann doch ohne Kopf brüllen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Fabrikboden. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich gehe einfach mal. Ich habe auch keine Ahnung, ob das richtig ist. Geschossen wird hier, okay? Ich habe auch keine Ahnung, ob das richtig ist. Okay, ja, genau. Spüllappen. So, das nehmen wir auch noch mit. Passt. Wer ballert denn da? Gibt es da noch einen Überlebenden oder so? Da kann man raufballern. Das geht echt. Nö, oder? Tür auftreten. Macht nichts, die finden wir schon wieder. So, eine Schüssel. Ja. Ich nehme mal nur grob alles mit, ne? Wie gesagt, wir haben eh so viel Schrott. Da können wir wahrscheinlich 5 Volt bauen. Was? Da! Hallo! Ein Kriegsfürst. Das hat sich ja super ausgezahlt. Des Märtyrers. Kampfrüstung, linkes Bein. Verlangsamt im Kampf rübergehend die Zeit, wenn du 20% oder weniger Gesundheit hast. Okay. Huch. Ist da noch was? Na, da kommt nur die liebe Edda. Die haben dann Teddybären aufgehängt. Moi. Irgendwie nett. Irgendwie niedlich. Hallo. Au. Ich triff nix. Wie super. Hä? Der ist hin. Au! Maulwurfsratenbrutmutter. Ah. Okay. Da müssen wir rein. Oh, geht eigentlich noch. Alles gut, ich danke dir. So, das nehmen wir auch mit. Ist da oben noch irgendwas? Was? Hallo. Na, du grausliches Viech. Boah, das ist schon wieder so groß, ne? Hey, wo ist denn der Supermutant hin? Der ist verschwunden. Was? Oh, was haben wir denn da? Powerrüstung.
Aha. Die schaut aber auch recht hübsch aus. Die ist schön lackiert. Die ist ja toll. Malpinsel. Ja, da hat sich jemand Mühe gegeben, muss man echt sagen. Was? Ich bin schon überladen? Hör auf, Alter. Was? So, in den Arsch geschossen. Na, na, tu das bitte jetzt erstmal und so, ne? Schleppen helfen wieder mal. Ich würde sagen, jetzt haben wir auch alles weg. Scheiß doch mal drauf. Und in dem Fall der Mutantenköder. Haha. Ja. So. Danke, Edda. Was ist das? Na, jetzt muss ich da echt. Müssen wir echt Power-Rüstung ausziehen. So. Und dann schauen wir uns das hier mal an. Was haben wir denn da Schönes? So. Lalalala. Ich könnte Licht gebrauchen. Licht. So. Jetzt hinsetzen. So. Lackierungsstation. Repräsentantenprogramm. Beim Wiem-Repräsentantenprogramm handelt es sich um eine Marketingkampagne, mit der wir Wiem direkt zu unseren Kunden bringen. Bewährte Mitarbeiter fahren mit Werbe-LKWs in belebte Zentren. So. Dort verteilen unsere in speziell lackierten Powerrüstungen gekleideten Wiem-Repräsentanten Flaschen der Marken Wiem. Wiem Erfrischung und Wiem Quarz. Soll das Konkurrenzprodukt sein, wie bei Coca-Cola und Pepsi oder so? Sie beantworten Fragen und geben Kontaktinformationen unseres Verkäufers und Vertriebsteams heraus. Baupläne zur Lackierung im Wiem-Stil. Okay. Wiem-Repräsentationsprogramm hatten wir eigentlich schon, oder? Das ist dasselbe, oder? Ja. Führungsnotizen. Hinweis. Warten Sie, bis alle Besucher aus der Abfüllung eingetroffen sind, bevor Sie mit diesem Teil der Führung beginnen. In diesem Bereich lackieren und warten wir die von den Wiem-Repräsentanten verwendeten Powerrüstungen. Diese unerschütterlichen Freunde tragen die Botschaft des großartigen Geschmacks von Wiem hinaus in die Städte. Schon bald werden sie auch in ihrer Nähe kostenlose Flaschen mit Wiem-Pop verteilen. Okay. Okay, das ist wieder dasselbe. Das passt. Huch, das war einmal zu viel, ne? So. Na, das passt so. Mehr ist nicht. Und einsteigen, bitte. So. Wer du sein? Was ist da? Wir können schon wieder raus. Wir können jetzt schon fertig sein. Da unten gibt's auch was. Kann ich da runterhüpfen? Geht's da jetzt auch schon raus? Tatsächlich. Haben wir da schon, was wir wollen? Bringt Dimas Geheimnis in Erfahrung. Da sind wir nicht einmal noch fertig. Was will er denn? So, schon besser. Licht. Bring Dimas Geheimnis ans Licht, ja. Würden wir ja gerne. Wenn ich mal wissen würde, wo ich hier lang muss. Da und hier. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Ich gehe eigentlich nur irgendwo hin. Verkäufer. Alter. Hä? Das schaut gefährlich aus. Dock-Terminal. Passwort, okay.
Schauen wir doch mal. Mist. Verdammt. Na also. Ja, Glück gehabt. Systemfehler. Benutzer-Memo. Türfernsteuerung. Tür öffnen, bitte. Das müsste reichen. Oh mein Gott. Was ist ein Grund? Ich hoffe, das war jetzt nicht verkehrt. Grund. So, und jetzt, hä? Die nächste Tür. Ich trage schon wieder zu viel mit mir rum. Da. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Hey, will da raus? Oder weiter, wie auch immer. Das war's? Hat der da... ja. Grun. Wir haben immer noch nicht das Geheimnis herausgefunden, oder? Da. Ich glaube, die ballert da oben irgendwo rum. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin da falsch. Ich sollte mal Ballast abwerfen. Dafür bräuchte ich mal einen Behälter. Da vielleicht. Hier werde ich das mal ausnutzen. Warte. Vor allem Kleidung, die ich nicht brauche unbedingt. Das da. Und das da. Dann sonst noch irgendwas? Schrott vielleicht. Gibt es irgendwas, was schwer ist? Ja, das muss echt nicht sein, die Eimer, oder? So, es geht wieder ein bisschen was. Was wär da sein? Niemand. Ich glaube, das war Edda. Wieder überladen. Im Ernst, wegen dem depperten Jagdgewehr. Jetzt sind wir wieder da heroben, oder was? Wie guter Kampf. Geht ja. Da, bist du mal da? Noch jemand? Au. Von wo ballert denn der? Ah, ich muss mich mal heilen. Da oben irgendwo. Ah, da. Hey, du Feigling. Erwischt. Aha, da sind wir. Da ist es richtig, wie mir scheint. Dann machen wir das doch mal auf, ne? Dann, oder besser gesagt, wir hacken das jetzt mal. So, das. 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 Geschafft. Das. Yeah, geschafft. Sicherheitstürsteuerung. Bitte, wir möchten sie öffnen. Dankeschön. So. Und da geht's jetzt weiter. Aufzug, alter Schwede. Ich habe jetzt aber nicht wirklich Lust. Da irgendwie zu Fuß zu hatschen. Zu Fuß zu hatschen, sage ich. Also nicht laufen zu können, so wollte ich sagen. Deshalb werde ich jetzt mal die ganzen Waffen hier reinstecken. Und stopfen vor allem. Und werde sie mir einfach später wiederholen. So, ich würde sagen, das packen wir auch dabei rein. Und den auch. Jetzt kann ich wieder ein bisschen laufen. Na dann. Schauen wir uns das doch mal an, oder? Der ist irgendwie verschwunden. Ich hoffe, der geht's gut. Ich habe sie gerade gehört. Erdgeschoss. Hallo, Edda. Aha. Uah. Toll, da ist auch jemand draufgegangen. Hirnpilz. Schon wieder was vergraben. Anonymes Grab. Oje. Was hat er denn da vergraben? Super. Es ist nun mal geschehen. Everins Medaillon? Everins Schädel.
Oh, nein! Everin ist ein Sünd. Ja, bist du narrisch. Lebenszeichen entdeckt. Scan-Vorgang läuft. Wenn Sie Hilfe benötigen, nutzen Sie bitte die Sprechanlage. Sprich mit KI. Was? K1.1. Ja, Sprechanlage. Welche Sprechanlage? Da geht doch nichts. Ist hier eine Sprechanlage? Anlage sprechen tun? Ist sie eine Sünd? Ich glaube, ich spinne. Ich meine, ist ja wurscht, aber... Ich finde gerade die Sprechanlage nicht an. Das ist wieder typisch. Die muss hier da sein, oder? Warte mal. Ich bin so unbeholfen. Naja, okay. Okay. Da komme ich nicht rein. Sollte aber doch möglich sein. Ah, da ist keine Sprechdings. Dingsbums. Hm. Dann gehen wir wieder. So. Dann gehen wir wieder. Ah, Edda. Nach oben. Bis gleich. Ja, bitte. Dann hau mir ab, da ewig lang Zeit zu vertrödeln ist nicht gerade Sinn und Zweck. So. Ding. Und raus mit dir. Ja, ich lasse die Waffen mal hier, beabsichtigt. Vielleicht muss ich eh nochmal her, weil das da unten gerade komisch ist, aber... Oh. Was ist denn das schon wieder? Die Patronen nehme ich mit. So, ich will hier raus. Geht das irgendwie? So. Irgendwie will ich da wieder raus. Bitte? Keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Haben wir noch gar nicht. Schau mal. Nehmen wir das noch mit. Ein bisschen was kann ich ja noch schleppen. So. Mehr nehmen wir, glaube ich, da mal nicht mit. Die Patronen nehme ich gerne mit. Gingst du irgendwie raus, oder? Da. Na super. Da werden wir zuerst mit Dima sprechen. Bevor wir da einen Krieg anzetteln. Vielleicht können wir das echt irgendwie hinferkeln. So, nichts wie raus hier. Wie im Parkplatz vielleicht. Ja, normal müsste schon, ne? Wäre das jetzt eine Tiefgarage oder wir haben Glück und wir sind draußen. Was natürlich jetzt am feinsten wäre. Lade, Lade, Lade. Tiefgarage. Ja,
Tiefgarage. Ich habe keine Ahnung, ob wir uns hier porten dürfen oder ob das jetzt als Gebäude zählt. Ich fürchte schon. Warte, nein. Wenn, dann gleich anständig. Nach Acordia. Na, geht natürlich nicht. Das ist ja ein Gebäude. Das ist ja ein Gebäude. Kann man dann wenigstens aus dem Gebäude raus? Weil die Autos müssen irgendwie reinkommen auch. Was ist denn da drüben? Achso, das ist nur sowas. Ja, da geht's schon raus. Sehr gut. Aber jetzt, oder? Boah, es ist so hell hier. Das müsste reichen. Jetzt dürfen wir uns porten können. So, wir haben es gleich geschafft. So, und? Feinde in der Nähe sind. Es ist aber nicht dein Ernst, oder? Mann, ey. Geht's denn jetzt? Na, Gott sei Dank. Sehr gut. Und dann kriegen wir auch Level Up wahrscheinlich auch dazu. Hoffe ich halt mal. Das wäre ganz, ganz famos. Und ganz, ganz fein. Hoffentlich können wir den Konflikt lösen. So, die Bufen stecken wir mal ein. Und gehen wir. Acordia. Na los, lade. Sehr fein. So, du Gauner. Wir müssen einen Weg finden, den Kindern des Atoms und Fahrhaber Frieden zu bringen. Mhm. Pass auf. Und zwar, ich habe noch was von deinen Erinnerungen gefunden. Ersetzen durch Synth. Hab mich zu einem Grab geführt. Du hast Captain Avery getötet und durch einen Synth ersetzt, um Fahrhaber zu kontrollieren. Was? Das ist unmöglich. Lass mich sehen, was du gefunden hast. Ich habe es getan. Ich habe eine Frau aus Fahrhaber getötet und ersetzt. Ich habe einem Synth die Identität genommen und ihn als Agent missbraucht. Tja, warum hast du das getan? Wie geht's jetzt weiter? Das Richtige getan. Du bist ein Heuchler. Warum hast du das gemacht? Ich musste in Fahrhaber für Ruhe sorgen. Eine Stimme der Vernunft. Ein Beispiel dafür, wie die Menschen sein sollten. Wie wir gleichberechtigt zusammenleben können. Aber ich konnte mit der Erinnerung an das Blut an meinen Händen nicht leben. Ein Mensch und ein Synth sind wegen mir tot. Wie geht's jetzt weiter? Denken wir ja, das ist eine gute Frage. Wie geht's jetzt weiter? Du hast recht. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was jetzt zu tun ist. Ich sehe die Dinge langsam klarer. Wir müssen das vor Fahrhaber geheim halten. Wenn sie wüssten, was ich getan habe, würden sie nicht nur mich vernichten, sondern auch Acordia. Und ohne uns werden die Nebelkondensatoren irgendwann versagen. Und alle werden sterben. Ich habe eine Idee. Es gibt noch eine Chance auf Frieden. Aber die Tatsache, dass ich einen Menschen durch einen Synth ersetzt habe, muss geheim bleiben. Ist klar. Alles allein getan? Erklär dich. Halte es geheim. Ich sag's Fahrhaber. Ich halte es geheim. Danke. Vielleicht hilft mir mein Schuldgefühl, mich zu konzentrieren. Auch wenn es schrecklich klingt. Hoffentlich. Diese Erinnerung hat uns eine neue Möglichkeit eröffnet. Wenn Fahrhaber durch uns etwas ruhiger werden kann, vielleicht funktioniert das auch nochmal bei den Kindern des Atoms. Wir könnten Tektis durch jemanden ersetzen, der bereit ist, Fahrhaber zu vergeben und eine Lösung zu finden. Muss einen anderen Weg geben. Bin ganz Ohr. Wenn das Frieden bedeutet, mach deine Drecksarbeit selbst. Na, wenn es Frieden bedeutet. Frieden für die Insel bedeutet. Gut. Beschreib mir deinen Plan. Das wird nicht einfach für uns beide. Aber wir haben keine andere Wahl. Ich will, dass du deinen Einfluss nutzt, um den Hohen Beichtvater an einen abgelegenen Ort zu locken. In der Kommandozentrale solltest du einen Ort finden, an dem du dich diskret um ihn kümmern und die Leiche verschwinden lassen kannst. Wenn du fertig bist, komm zurück. Dann wird unser Ersatz losziehen und das Kommando übernehmen. Mhm. Ihn töten? Überzeugender Einsatz. Ich mach's. Kann nicht mitmachen. Okay.
Ich mach's. Vorschläge, wie ich ihn alleine erwische? Tactus hat ständig Angst, dass ihn sein Vorgänger Martin entmachten könnte. Auch wenn Martin sehr wahrscheinlich tot ist. Aber wenn du einen Beweis für Martins bevorstehende Rückkehr hast, wird Tactus sicher mit dir reden wollen. Unter vier Augen. Wir müssen nur Martins Auferstehung inszenieren. Dazu brauche ich etwas Material. Martin hat viele unserer Gespräche aufgezeichnet. Die im Nukleus wurden mit Sicherheit vernichtet. Aber ich habe vor vielen Jahren für Martin eine kleine Zuflucht gebaut, wenn er Ruhe brauchte. Vor der Familie. Geh dorthin und sammle sämtliche Bänder ein, die du finden kannst. Ich arbeite so lange an unserem Ersatz. Und hier. Ich möchte, dass du auch das bekommst. Für das, was du für uns getan hast. Dankeschön. Arcadias Schild. Plus 1 Beweglichkeit, Intelligenz und Ausdauer. Boah, das ist aber nicht schlecht. Du solltest das Leben. Was? So sollte das Leben sein. Wupp, wupp, wupp. Level up erreicht. Und somit auch das Ende des heutigen Parts. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.